Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Cube Life Island Survival Season 2. Schaut mal kurz, ich möchte euch mal wieder so einen kleinen Bug zeigen, der nicht entfernt wurde. Also, ich habe quasi hier, während ich gesprungen bin, mein, ja man kann sagen, Crafting-Menü erstellt. Ne, das einfache Crafting-Menü mit dem Inventar. Und das macht keinen Sinn, weil erstens die Zeit läuft weiter. Zweitens, ich stehe in der Luft und die ganzen Kannibalen werden jetzt auf mich zukommen. Seht mal, da ist zum Beispiel einer. Du kannst nichts unternehmen. Haha. Du Lauch. Du Lauchschädel, komm. Ah, scheiße, scheiße. Verdammt, ja, das habe ich von meiner großen Fresse. Aber okay, das ist auch noch für den Anfang so. Okay, das ist cool. Wir haben ihn umgebracht. Wir sind gut. Zeigt aber auch mal wieder, das Spiel ist echt, was Kannibalen angeht, einfacher geworden. Wir haben jetzt Nacht 2, sind schon Level 4. Und das ist der letzte Kannibale für heute. So, es wird keiner mehr kommen. So kann man es sagen. So, ich habe ja eine, man kann sagen, Map gecraftet. Und die Map wird uns jetzt mal den Weg zeigen. Aber sowas von. So, dann hau mal raus. Wir sehen unsere Map, wir sehen, wo wir sind. Und wir sehen, wir haben gerade mal ein, ja. Ja gut, die Map zeigt, wenn man sie, na ich sag mal so, wenn man schon die ganze Insel erkundet hat und man craftet dann die Map, dann zeigt sie nicht an, wo man schon war. Ne? Ist aber auch mal eine gute Möglichkeit, jetzt hier so ein bisschen rumzulaufen in der Nacht, wenn hier sowieso nichts ist und da können wir jetzt mal so ein bisschen gucken, ob hier nicht doch irgendwie was Knackiges ist, ne? Ich meine, es wurde ja gesagt, die Welten wurden vergrößert. Das kann ich so auch ein bisschen bestätigen, denn, naja. Um es einfach mal so zu sagen. Ja. Es gibt mehr Inseln. Ist mir direkt schon aufgefallen. Das ist halt mal obercool. Oh, und unter Wasser. Sieht auch enorm cool aus. Hey. Hey, das sieht enorm cool aus. Cube Life ist aber auch so ein Spiel. Auch wenn es dunkel ist, erkennt man noch relativ viel. Das ist bei Minecraft nicht so. Je nachdem, wie dein Gamma-Wert eingestellt ist. Apropos Gamma-Wert, geht das hier auch? Na? Boah, nein, geht nicht. Nö. Geht nicht. Auto-Aim, Auto-Zielen, bitte was? Okay. Wenn das so ist, okay. Ist mir egal, ich greife meine Ziele nicht automatisch an. Wahrscheinlich beim Bogenschießen oder sonst was, ich habe keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Die Frage des Tages ist, was passiert, wenn wir versuchen, im Wasser eine Mango zu essen? Geht nicht, okay. War vor dem Update auch schon so, macht auch eigentlich durchaus Sinn, dass man hier unter Wasser oder im Wasser nicht essen kann. Das geht in Minecraft. Ich frage mich so, wenn man unter Wasser ist und irgendwie versucht, was zu essen. Ist es dein Ernst? Wie soll das gehen? Zeigt mir einen Menschen, der unter Wasser essen kann. Ich meine, okay. Selbst wenn es gehen würde. Ja gut, ich glaube schon, es würde gehen. Aber die Schluckfunktion und sowas. Ich weiß nicht. Ist die nicht dann vollkommen im Arsch? Wahrscheinlich. So, das sind meine lieben Freunde und Kennigens, das sind Muscheln. Und Muscheln halten viele Geheimnisse bereit, wie zum Beispiel. Ja. Perlen zum Beispiel. Ne, die Leute, die mein Let's Play zum. Ja, zur Version 1.0 gesehen haben, die wissen, dass Muscheln für mich eine sehr, sehr wichtige Quelle für Macht und Reichtum war, weil es gibt hier keine Währung in dem Spiel. Es gibt quasi nur diese Perlenwährung und naja. Nicht viele Muscheln haben Perlen in sich, ne? Und das heißt quasi, wir müssen hier auf unser Glück hoffen. Alter, das sieht aber auch so schlimm manchmal aus mit den Armen. Ne, ich sag ja, die sind halt manchmal echt total dick. Muss ich sagen. Okay, da unten sind noch weitere.
Muscheln. Tut mir leid. Ich denke, wir werden in diesem Part auch in ein neues Gebiet gehen, definitiv. Ich meine, wir haben recht viel Equipment. Wir könnten uns zwar noch was Besseres craften. Nein, ich möchte jetzt nicht in den Süden gehen. I'm not interested, bitches. Auf keinen Fall. Wir müssen hier erstmal weitermachen. Aber warte, habe ich nicht schon so Sachen gecraftet? Nee, ne, habe ich nicht. Okay. Alles klar. Ja, und ihr seht, ne? Auch, es ist auch so, selbst wenn du quasi, weiß ich nicht, auf dem Wasser bist und nichts machst, ne? Du bleibst quasi so schweben, als wäre nie was gewesen. Wenn wir uns jetzt fallen lassen, ne? Ihr seht, ich drücke keine Taste und sinke direkt zu Boden. Das ist, das macht Sinn. Aber sobald man irgendwie die Select-Taste drückt, also diese Craft-Taste, ne? Das wird halt direkt so geahndet, als würdest du quasi, ja, auf einmal in der Luft stehen bleiben. Das ist nicht so ganz gut, ne? Weißt du selber Bescheid, ne? Gut. Da ich aber sehr gerne was ausprobieren würde, würde ich sagen, erstmal ein bisschen Holz abbauen. Für alle Fälle. Ja, ja, ja. Es geht schon ein bisschen schneller. 0, 1. Ja, eine Sekunde für das Holz. Um es komplett abzubauen. Das ist okay. So, ja, aber da waren Mangos, ne? Und die nehme ich doch gerne mal mit, Bitches. Ne, Kokosnüsse sind da, ne? Kokosnüsse? Mangos? Hallo? Mangos. Die sehen in der Dunkelheit so aus wie, naja, Kokosnüsse. Wenn man genauer hinschaut, ne? Eigentlich ja schon. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber hätte man besser ablichten können, die Mangos, ne? Weißt du Bescheid. Also ich als, natürlich ich als Spielentwickler des Jahrtausends, ne? Hätte es mit einer Belichtungsstufe von einem Gamma-Wert von 1,5 irgendwie gemacht. Keine Ahnung. Ich laber gerade ein bisschen scheiße. Ich habe doch keine Ahnung, wie man irgendwas hier entwickelt und produziert. Yay! Ja, ihr seht, wenn man levelt hier auf für alles, was man tut. In Minecraft ist es ja so, ihr kriegt Erfahrungspunkte für bestimmte Sachen, nicht für alles. Wenn ihr Erde abbaut, kriegt ihr keine Erfahrungspunkte. Das macht doch irgendwie Sinn, weil Erde abbauen kann ja auch jeder, ne? Das ist ja nichts Besonderes. Aber sobald ihr mal so Kohle abbaut, Eisen in den Ofen tut und so weiter und so fort, das gibt euch Erfahrungspunkte. Und hier gibt euch alles Erfahrungspunkte. Ihr seht, ne? Eben erst das Level abbekommen und jetzt schon hier fett am Start. Ne? Schon wieder so ein Fünftel der Erfahrungsanzeige gefüllt. Ist doch cool. Nur wie war das nochmal? Kann man maximal 99 Sachen tragen? Doch, ne? Es hatte nicht wie in Minecraft so ein 64er Stack, sondern es war anders. Ich glaube, es hatte einen 99er Stack. Bin ich mir sehr sicher. Ich würde dafür jetzt zwar nicht meine Sektflasche aus dem Fenster werfen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, irgendwie so wird es gewesen sein, ja. Was man mir auch noch in die Kommentare geschrieben hat und was ich vergessen habe zu erwähnen, was auch total richtig ist, die Waffen, die halten im Update länger durch. Ne, generell, das Spiel wurde auch recht vereinfacht, aber wenn man bedenkt, so dass das Spiel enorm schwer war damals, zu seiner Zeit mit Version 1.0, muss man schon sagen, es ist besser geworden mit der Schwierigkeit, ne? Ganz klar. Es hat sich gebessert. Ne, es war vorher einfach zu krass schwer. Leute, ihr wisst einfach, was ich meine, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Wenn ihr jetzt quasi mal so weit gewesen wart, dass man quasi schwimmen war. Und wenn ich sage schwimmen war, dann wisst ihr genau, was ich meine. Ne? Dann wisst ihr, was da passiert ist. Und dann wisst ihr, wie schnell man da gestorben ist. Ne? Das ist kein Geheimnis. Boah, die Sonne kommt raus. Beziehungsweise der Mond haut ab. Da kommt die Sonne.
Hey, das sieht so cool aus. Und was jetzt auch noch mit schon mal Deutsch reden. Was auch noch jemand in die Kommentare geschrieben hat. Es macht irgendwie Sinn, dass der Protagonist quasi... Naja. Zwei Blöcke hochspringen kann. Das macht Sinn, weil wenn man so ganz normal drüber nachdenkt, ist es ja auch so, dass sich der Typ auch daran hängen könnte, so, wenn man so ein bisschen darüber philosophiert und sowas, ne? Eigentlich schon. So, ich wollte irgendwas craften. Ich weiß noch nicht was. Ach ja. Ihr werdet es schon sehen. Oh, eine Laterne wäre cool, Alter. So eine Laterne wäre übelst cool. Wenn ich mir irgendwann eine Laterne bauen könnte. Ich glaube, die ist aber auch... Die baut sich aber auch so von selbst ab. Ja. Torch. Oh. Ist eine Torch jetzt irgendwie besser? Doch, ne? Ja doch, eigentlich ja schon. Ich glaube sogar, die Torches sehen anders aus. Im Gegensatz zu, im Gegensatz zu... Zu den normalen Torches. Oder zu, zum, zu Version 1.0. Ich glaube, die haben ihr Aussehen verändert. Mhm. Shiny Glas, glänzendes Glas, was? Cool. Ja, Iron Man. Ich finde auch manchmal dieses Crafting-Menü ist so durchgewürfelt, so random, weißt du, so. Naja, keine Ahnung. Was ich damit meine, guckt euch das mal an. Wobei, es ist eigentlich okay, ich habe nichts gesagt. Das hatte etwas damit zu tun, dass man jetzt quasi, ja... in den Ofen steckt und dann da so ein bisschen Feuer einheizt, du. Ja, klar. Normal. Aha. Nur wo ist das Ding, wo ich... Wo ist denn das, was ich euch zeigen wollte, hallo? Ach ja. Was ich euch auch noch irgendwann zeigen werde. Wir werden uns auch irgendwann eine World Map machen. Und diese World Map, die ist knackig. So, wir bauen jetzt mal ein Raft. Ja, habe ich Bock drauf. Frage ist halt nur, braucht man echt ja, so Palmenbretter oder sowas? Keine Ahnung. Mal sehen, wie war das nochmal? Es war doch... Nee, ohne Scheiß, wie war das? Regnet es? Nee, tut es nicht, okay. Ich wollte schon sagen. Nee, wie war denn das jetzt? Hau mal raus. Ah, okay, okay, okay. Ich hab's. Zack, zack. Zack, zack. Und dann das hier und dann... Wie war das dann? Wie war das? Hä? Hau mal raus. Ah, okay. Alles klar. Wobei ich ja finde, die Farbe des Holzes ist ja eigentlich egal. So, das ist unnötig. Ne? So gesehen. So, und jetzt. Zack, 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 zack. Nö, will er nicht. Oh, warum will er das denn nicht? Das ist total unnötig eigentlich. Dass verschiedene Holztypen nicht dazu zugelassen werden. Total dumm eigentlich. Aber okay, ich weiß ja, dass es das Holz hier ist. Müsste jedenfalls so sein. Und deswegen bauen wir es jetzt ab. Hey! Dann sag mal an, wie viele, ja, Blätter habe ich denn? Viel zu wenig. Viel zu wenig Blätter, als dass ich damit irgendwas anstellen könnte. Aber okay. So. Essen farmen. Nein. Stacken bitte. Stack es bitte. Hör doch auf. So. Jetzt stacken. Hochstacken. Hochbauen. Los. Oh. Ich bin ja schon da. Sehr in der Nähe. Sehr zuvorkommend. Okay. Dann lass mal so ein bisschen Kokosnüsse wieder... Farmen. Muss auch sein, ne? Und da sieht man schon, wie viele Kokosnüsse da überhaupt rausspringen, ne? Bei den Mangos war das so mäßig, ne? Aber hier... Krass.
Ja gut, es kann auch sein, dass hier so richtig viele... Naja... Bäume parallel und nebenan sind und dass es deswegen dann so ein bisschen... Aha. Dass es deswegen halt so viel ausspuckt, aber... Weiß nicht. Ist cool, dass wir hier jetzt so viele Kokosnüsse bekommen haben. Hey! Ich habe mir eine Trick zunutze gemacht. Wobei, war das überhaupt dieses das Holz? Sag mal an. Es müsste das gewesen sein, ne? Ja. Das, es ist das Holz, was vorgeschrieben ist. Okay, super. Dann will ich ja nichts gesagt haben. Dann würde ich sagen, bauen wir noch das hier ab. Oh, yes! Wie lang hält eigentlich die aus, hä? Die Silberaxt. Ich meine, wir können sie angucken, wir können sie aber auch benutzen, weißt du? Ich glaube, die hält schon einigermaßen mehr aus. Besonders, das geht übelst schnell. Wow. Okay, ich denke... Perfekt, chillig. Aha! Gut. Man sollte aber insofern schlau sein und das Holz abbauen, dass man sagt, okay, ich springe hier drauf und baue den Rest ab. Und dann baue ich mich so runter. Das ist voll intelligent. Hey, da lag ja ein Ei. Was cool ist, weil das Huhn hat ein Ei fallen lassen. Es hat ein... Ja, es hat Eier gedroppt. Sehr schön. Sehr schön, dass Zipronia hier so krass über die Natur philosophiert, ja. Jetzt ist die Frage, reicht diese Anzahl an Holz aus? Ich bin mal gespannt. Also, du brauchst 9. 9 mal. 9 mal 3 von diesem, ja, ich sage jetzt mal Palmenholz, ne? Richtig. Richtig. So. Dann brauchst du wahrscheinlich, ja, 4 mal 9, 36 von diesen Brettern. Von diesen Palmenbrettern. Und dann kannst du dir aus diesen ganzen Palmlocks, die halt 9 Stück beinhalten, dieses Floß bauen. Wobei ich halt glaube, es ist auf jeden Fall ein Floß. Ich würde sagen, es ist ein Floß, weil es macht Sinn, dass es ein Floß ist, ne? Da haben wir in diesem Part mal wieder nicht sehr viel geschafft, muss ich sagen, aber... Wir haben einige Sachen lernen können und das ist mehr wert als alles andere auf der Welt. Außerdem farmen wir ja nur in diesem Part, ne? Das ist ja auch so. Man muss ja Ziele setzen und diese Ziele in diesem Part sind auf jeden Fall gewesen. Farmen, farmen, farmen. Denn ab dem nächsten Part geht's ja wie gesagt raus. Wir wollen auch mal so ein bisschen andere Inseln kennenlernen. Mal gucken, wie die anderen Inseln sich so getan haben. Ich bin mal gespannt. Ne, wie sie sich getan haben vor dem Update, nach dem Update, ne? Der Vergleich. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt aber kurz zur Hochrechnung. Ach, hier kannst du jetzt... Hier kannst du auf einmal keinen Pfeil benutzen. Das macht keinen Sinn, Spiel. Das macht keinen Sinn. Okay. Wir brauchen 81 von diesen... Gräsern, sage ich jetzt mal, ne? Von diesen, nicht Gräsern, von diesen Blättern. Die Blätterblöcke. Ne? Wie komme ich auf Gräser? Wie komme ich darauf, Kai? Sag mal an. Junge. Ihr müsst mir verzeihen, ich habe heute wieder relativ hart geackert. Und, ich denke, man kann mir meine... Ja... Wortlegastimie doch hier und da mal verzeihen, oder? Ich denke schon. Danke sehr. So, jetzt finden wir raus. Kann man 99 maximal tragen oder mehr? 100 maximal. Okay, das ist auch cool. Schön zu wissen. Schön für dich. So. Dann lasst uns quasi ein bisschen was craften hier.
Wie viel habe ich gesagt, braucht man dafür? Nochmal nachgeschaut. Ja, mein mathematisches Gedächtnis ist auch nicht das Beste. Okay, 1, 2, 3 mal 9 sind 27 auf jeden Fall. Und 4 mal 9 sind 36. Wir brauchen 36 von diesen Brettern. Und ja, 27 von den anderen, also von denen hier, von den, ne, von den Kokosnusswutz. Ihr wisst Bescheid. Würde ich sagen, machen wir das auch mal. Mhm. Sollte mehr als genug sein. Und nochmal kurz drauf geschaut, weil ich es mir einfach nicht merken kann. Tut mir leid, aber das ist halt nicht Minecraft für mich. So ist das. Ich würde auch sagen, ich stacke das auch alles mal neunmal. Weil man es quasi auch alles neunmal haben muss. Ja. Intelligent! Das einzige Mal, wo ich halt nachmachen müsste, ist halt... Ach, hier geht das jetzt, oder was? Hier kannst du stacken, ja? Hier kannst du stacken! Ach, nee! Ist ja ein Ding. Vollhonk. Okay. Ja, meine lieben Freunde, das müsste jetzt ein Floß sein. Hallo, geh doch da runter. Dankeschön. Yay! Ein Floß und wir haben davon richtig krass aufgelevelt, ne? Boah, Level 7. Krasser Auto. Heftiger Auto. Okay. Mal sehen. Wenn jetzt wirklich ein Floß ist, dann war ich in der ersten Staffel, wenn man sie erste Staffel nennen kann, so unfassbar dumm, dass man schon heulen könnte. Nein, bitte stack es. Dankeschön. Stack es, du Jackass. Bams. Alter. Du nervst. Geh weg. Ja, wo bist du? Boah, die hört sich so komisch an, ne? Okay. Ist es ein Floß? Ist es ein Floß? Hallo? Hallo? Es ist kein Floß. Jedenfalls kann ich es nicht nutzen. Okay. Ja. Ich dachte halt immer, dass es das Fluss wäre und mir hat's... Also ich weiß auf jeden Fall, jemand hat es mir in der ersten Staffel in Version 1.0 in die Kommentare geschrieben. Ja, wenn du das so und so machst, hast du dann Fluss. Ja. Das ist natürlich knackig, ne? Das ist schön. Schön scheiße. Gut, da müssen wir eben von Insel zu Insel schwimmen, ist auch kein Problem. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun in meinem verkackten Leben. Da würde ich sagen, meine lieben Freunde und Kaninchen, das soll es für diesen Part gewesen sein. Beim nächsten Mal craften wir uns ein bisschen Steinsachen und sowas. Haben wir auch Metall? Nee, ne, wir haben nur Stein und sowas, okay. Ist kein Problem. Ich mache mir erstmal so ein paar Sticks fertig. Und dann werden wir im nächsten Part Steinschwerter machen, Steinspitzhacken, Steinäxte und so weiter und so fort. Bis dahin, haut rein, ciao.